Was hat sich geändert zum absoluten Beginn der Frühjahrssaison beim SK Sturm? Die positiven Ergebnisse. Hat sich auch die Art und Weise, möglicherweise die Strategie, vielleicht ein bisschen die Spielanlage verändert? Ich meine, ich kann ja als Trainer mit meiner Philosophie nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ja, ich muss ja auch immer situativ von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel gehen. Es gibt, ich weiß nicht, ein Sprichwort aus Russland, glaube ich, ist, man bietet einen Einbeinigen nicht zum Tanzen, das wäre unhöflich. Und genau so ist es auch. Es war auch für mich auch ein Lerneffekt. Wir haben eine super Vorbereitung gespielt mit tollen Ergebnissen, tollen Spielen gegen wirklich gute Gegner. Wahrscheinlich zu gut, zu rund. Und dann kommt der Liga-Alltag, das erste Pflichtspiel. Und die Mannschaft hat gemerkt, geht doch nicht alles so leicht, wie es in der Vorbereitung war. Und ich habe die ersten beiden Spiele nicht alles so schlecht gesehen, wie es immer gemacht wird. Ich bin da ruhig geblieben, weil ich gewusst habe, das ist ein Prozess, der Zeit erfordert. Und Prozesse, die in Gang gesetzt sind, die sind auch anfällig gegen Störfaktoren. Ja, eine Mannschaft wie Red Bull zum Beispiel jetzt, glaube ich, 32 Spiele ungeschlagen sind, Pflichtspiele hintereinander. Die ist vollgepumpt mit Selbstbewusstsein. Da kann man 1-0, 2-0 hinlegen und dann ist es für die kein Thema, das Ding noch rumzubiegen. Und bei uns war es dann halt so, Mattersburg geht durch eine Standardsituation in Führung, durch einen Eckball. Und das hat dann zur Verunsicherung beigetragen, weil es einfach ein fragiles Gebilde noch war. Und jetzt Ergebnisse und Siege helfen natürlich, diese Fragilität zu durchbrechen. Und das hat sich geändert.